Damals war alles besser. Wahrscheinlich kennt ihr diese Aussage. Aber stimmt das auch in Minecraft? War wirklich damals alles besser? Das werden wir uns heute anschauen. Minecraft früher versus heute. Lasst doch wie immer einen Daumen da. Und schreibt mal in die Kommentare, seit wann ihr Minecraft spielt. Also in welchem Jahr ihr Minecraft angefangen habt. Ach Leute, sind wir ehrlich. Wenn ich das hier schon sehe, da kann einem doch nur das Herz aufgehen. Die Minecraft 1.0.0. Das war die allererste Release-Version von Minecraft. So sieht das Ganze hier aus. Und sehen hier einfach mal das Creative Inventar. Worum wir uns aber jetzt erstmal kümmern, ist ein klassischer Cobblestone-Generator, denn dieser hat tatsächlich eine Macke, um es mal nett auszudrücken. Wenn ich nämlich hierher gehe und den, ich glaube hier, ja, so müsste es richtig sein, einmal hier Wasser platziere und hier Lava platziere, dann, okay. So war es richtig, Leute. Ich habe mich ein bisschen vertan. Wenn ich nämlich jetzt hier diesen Cobblestone-Block weghaue und jetzt einfach mal ganz schnell Redstone dahin packe, seht ihr, damals hatte man einfach einen Bug, dass man Obsidian herausbekommen hat. Und im nächsten Moment bekommen wir wieder ganz normal Cobblestone heraus. Also sobald man hier Redstone platziert hat, dann bekommt man Obsidian heraus. Also einen einfacheren Weg, um an Obsidian zu kommen, gab es damals wirklich nicht. Heutzutage ist das natürlich nicht mehr möglich. Mit dem Obsidian, was wir jetzt gerade bekommen haben, begeben wir uns einfach mal in den Nether, würde ich sagen. Denn, ja, Leute, der Nether, der war natürlich schon vorhanden. Wissen wir alle, aber es gab eine Änderung. Zuerst komme ich nicht sofort in das Nether-Portal, wenn ich im Creative-Modus bin. Aber die Sache werdet ihr nicht glauben, denn es war damals wirklich möglich, mit einem kleinen Trick einfach mal Wasser in den Nether zu bekommen. Und was musste man machen? Wir mussten einfach nur einen Eisblock nehmen. Zack, den platzieren wir hier. Jetzt nochmal hier ein paar Feuer, ja, ein paar Sachen anzünden. Und wir sehen, in 0, nichts schmilzt nämlich der Eisblock gleich. Und was dann herauskommt, ist logischerweise Wasser. Es dauert halt einen kleinen Moment, aber es sollte auf jeden Fall funktionieren. Bam, Leute, wir sehen einfach mal, wir haben Wasser im Nether erschaffen. Das ist wirklich total crazy, denn ich glaube, platzieren konnte man das damals nicht, oder? Ne, wir sehen hier, wenn ich einen ganz normalen Wassereimer nehme und dann versuche, das hier zu platzieren. Das ging damals auch nicht, aber über die Methode mit Eis hat das einfach mal funktioniert. Ja, super lustig. Was ich besonders interessant finde, ist, dass das Eis... Ah, okay, jetzt fließt das Wasser, genau. Dass das Wasser zuerst gar nicht fließt, erst wenn mehrere Blöcke halt ein Block-Update bekommen. Jetzt hier sogar der nächste Block. Genau, aber wir sehen, es ist wirklich möglich gewesen. Richtig lustig. Wir alle kennen ja die Minecraft-Command-Blöcke, die echt hilfreich sein können. Aber wusstet ihr, dass damals 2012 einfach diese Command-Blöcke abbaubar waren? Und das nicht im Creative-Modus, denn das ist ja klar, sondern im Survival-Modus. Ihr seht, ich bin gerade ganz normal im Survival-Modus, kann hier andere Sachen auch abbauen. Und sobald ich einmal auf diesen Block klicke, ist er weg. Also es ist der gleiche Effekt, als wenn ich heutzutage im Creative-Modus diesen Command-Block abbaue. Das war damals der Fall. Schon irgendwie ein bisschen komisch, aber so ist es, Leute. Also da diese Blöcke kann man quasi insta-minen. Und ja, auf jeden Fall sehr verrückt. Lava in Minecraft ist ja absolut nichts Spektakuläres. Das kennen wir ja heutzutage. Habe ich hier gerade in der Hand, also einen Lava-Eimer. Sobald ich diesen hier einmal platziere, ja, fließt die Lava überall hin. Aber wusstet ihr, dass es damals einfach einen bestimmten Command gab, womit man, ja, diesen Lava-Block bekommen konnte? Einfach ein Stück Lava für die Hand. Was auch immer das sein soll oder wofür das auch immer sein soll. Ich meine, der Lava-Eimer reicht ja aus. Auf jeden Fall hatten wir damit die Möglichkeit, ebenfalls Lava zu platzieren, die ebenfalls fließt. Also es macht keinen Unterschied. Man kann diese Lava-Quelle auch nur bekommen über den Command 10. Also das war quasi damals die ID 10. Und wenn ich slash givepad 10 in den Chat reinschreibe, bekomme ich dann so einen komischen, ja, Lava-Block. Wobei, Block ist es gar nicht. So eine Lavascheibe bekomme ich dann gedroppt. Ja, was auch immer das sein soll oder wofür das auch immer sein soll. Ein Cauldron in Minecraft ist ja an sich absolut nichts Spektakuläres. Aber wusstet ihr, dass wir damals nur die Möglichkeit hatten, Wasser reinzutun, aber nicht mehr rauszunehmen? Ihr seht, ich habe jetzt hier einen ganz normalen leeren Eimer. Und wenn ich jetzt hier Rechtsklick drauf mache, passiert nichts. Da passiert wirklich rein gar nichts. Ich komme nicht mehr an meine Wasserquelle dran. Also der einzige Weg, wirklich wieder
an Wasser zu kommen, war über Water Bottles, also Glasbottles. Damit habe ich Wasser wieder herausbekommen, aber ach, sobald man einmal hier Wasser hereingegeben hat, bekommt man das zumindest in den Eimer nicht mehr herein. Das heißt, man müsste theoretisch das Ganze hier abbauen. Und ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber ich glaube, das geht einfach nur kaputt, wenn ich mich nicht täusche. Genau, also selbst da fließt Wasser nicht mehr heraus. Minecraft Enchanting, das ist wirklich eine Sache für sich, denn wir sind in der Version 1.2.5 unterwegs und hier sah das Ganze noch ganz anders aus. Heutzutage brauchen wir maximal 30 Level, um das beste Enchantment zu haben. Aber was passiert, wenn ich das in dieser Version mache? Ich packe mal ein Diamantschwert hier herein und wir sehen, okay, auf den ersten Blick, das ist erstmal ganz komisch sortiert. Aber wenn ich das jetzt hier nochmal rausnehme, sehen wir, okay, jetzt auf einmal Level 31. Packe ich es nochmal rein. Und je öfter ich es reinpacke, umso verschiedenere Level bekomme ich. Hier haben wir zum Beispiel Level 40 und es geht sogar hoch bis Level 50, wenn ich mich nicht täusche. Jedenfalls wurde das verändert in der Version 1.3.1 und ich glaube, wir sind uns einig, das ist wirklich besser, denn es wurden auch alle Level weggenommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Level 40 zum Beispiel was verzaubert habe, wurden mir alle 40 Level weggenommen und nicht nur 3 und das ist schon wirklich heftig. Leute, damals ein Endportal zu finden, es war einfach absolut die Hölle. Wir sehen nämlich, wir werden jetzt hier durch die Enderaugen zum Endportal geführt. Das Frustrierende an der ganzen Sache ist jedoch, dass es damals so war, dass nicht das nächste Endportal immer ausgesucht wurde, sondern manchmal einfach irgendeins, was ein paar tausend Blöcke weiter ist. Es war ein Bug, der in der 1.6.1 behoben wurde. Kann ich euch jetzt auch schlecht beweisen, weil es Jahre dauern würde, bis ich ein Endportal finde. Trotz alledem ist das super frustrierend, weil ich persönlich finde das immer super nervig, ein Endportal zu finden. Aber naja, heutzutage ist es ja anders. Was passiert aber in den älteren Versionen, wenn man das Ende der Minecraft Welt erreicht? Und das werde ich euch jetzt zeigen, denn in der normalen Minecraft-Version heutzutage ist ja einfach eine Border, aber damals gab es das, glaube ich, noch gar nicht. Jedenfalls zeige ich euch das mal. Wir TP'en uns einfach mal zu den Koordinaten 30 Millionen und dann werden wir gleich... So, jetzt habe ich mich mal rüber teleportiert zu den Koordinaten 30 Millionen und ich lande aktuell im gar nichts. Ich müsste jetzt allerdings gleich etwas sehen. Okay, ich habe die Y-Koordinaten viel zu hoch eingestellt, ist mir gerade aufgefallen, aber wir sind jetzt am Ende der Welt angekommen. Wir sehen hier, das sind die Koordinaten und tatsächlich können wir noch weiter fliegen. Auf den ersten Blick sieht hier alles wirklich komplett normal aus, aber ihr werdet euch jetzt wundern, was ich euch zeige. Ich bin im Game Mode 1 unterwegs, also Creative Modus, und ich kann einfach hier durch die Blöcke durchfliegen, denn alles, was ihr hinter den Koordinaten 30 Millionen seht, ist nur eine Etappe. Das ist nicht betretbar. Wir können die Blöcke nicht abbauen. Das ist einfach nur wie so Deko, die da steht, aber keine Funktion hat. Sobald wir allerdings wieder bei 30 Millionen glatt sind, seht ihr, zack, hier kann ich alles abbauen. Das ist kein Problem. Und Wasser fließt natürlich auch hier auf diese Seite nicht mehr weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch in den Survival-Modus reingehe und jetzt hier rüberlaufe, seht ihr, zack, ich falle einfach komplett von der Map herunter. Das ist einfach der reinste Wahnsinn, aber das war damals der Fall. Damals war das wirklich die einzige Variante, um ein Nether-Portal zu erschaffen. Wir sehen, das funktioniert ohne Probleme. Ich kann es allerdings nicht größer machen, denn heutzutage sind wir ja sogar in der Lage, gigantische Nether-Portale zu machen und in der Bedrock-Edition können wir sogar Herzen und so weiter als Portal machen. Wenn ich das hier allerdings anzünde, seht ihr, es passiert rein gar nichts. Das kam erst später ins Spiel mit einem Update und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da, Leute, abonnieren nicht vergessen und schreibt in die Kommentare, seit wann ihr Minecraft spielt.